Wir sind heute beim sechsten Teil unserer Gespräche mit Helmut, auch mit Achim. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, diesmal nicht am Bodensee. Also wir haben gehört, manche Kinder, die bekommen alles, wenn sie schreien. Manche Kinder, wenn sie brav sind. Das sind die Glaubenssätze. Wenn Achim seine Klappe öffnete, gab es etwas auf die solche. Kinder wollen halt gefallen. Sie haben ihre Spiegelneurone. Und Achim wurde etwas älter. Und er verstand Sätze wie, man ist entweder reich oder auch nicht, Geld macht nicht glücklich, reiche Menschen kommen nicht in den Himmel, alle Mercedes-Fahrer sind Bonzen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Außerdem sehnte sich Achim nach Liebe und Anerkennung, wie alle, und sagte irgendwann, wenn ich immer besser werde, wenn ich immer artig bin und immer brav bin, wenn ich immer mehr arbeite, bekomme ich sicherlich irgendwann auch mal Anerkennung. Hast du was, dann bist du was. Sein durch Haben. Achim denkt, das einzige Problem ist, dass ich nicht gut genug bin. Achim hat eine Menge Probleme, nämlich Glaubenssätze von außen aufgestülpt bekommen. Spätestens jetzt sollte dir klar sein, dass Achim seine Vergangenheit, die Masse der nicht förderlichen und dienlichen Glaubenssätze, jetzt in die Gegenwart projiziert. Das ist das Schrecklichste, was du machen kannst. Und sogar in seine Zukunft projiziert. Er nimmt sie mit. Er torpediert sich selber. Dies ist sogar selbstzerstörerisch. Sein gesamtes Leben wird geprägt durch neuronale Strukturen, die in der Kindheit geknüpft wurden. Insgesamt findet hier eine ganz tragische Geschichte statt. Tragisch empfinde ich dann auch weiterhin, dass sich Achim nicht für ein Lebensumfeld entscheidet, was für ihn förderlich ist, was ihn fördert. Nicht nur er arbeitet im falschen Job. So ist das. Eine Pflanze versucht zu wurzeln, wo ihr Samen hinfällt. Für den Samen des Wüstenkaktus im Regenwald von vornherein, das ist kein gutes Umfeld. Das kann er sich nicht aussuchen. Einen Papyrus, den wir in den Schatten stellen, den mag es vielleicht noch gelingen, hier und da ein karges Wachstum zu erreichen, doch der Mensch, der hat die Gabe, die Möglichkeit und sogar seine verdammte Verantwortung, sein richtiges Element, sein richtiges Umfeld zu suchen. Doch der Mut zur Veränderung bedeutet Wachstumsschmerzen, Ängste und das Gefühl der Krankheit, manchmal sogar eine tragische Komödie. Kommen wir zurück zu Achim. Wir nennen dieses Produkt seiner Eltern ein Individuum, eine Persönlichkeit, Persona, Fassade. Doch die Eltern seiner Eltern waren auch Persönlichkeiten. Und keiner merkte, dass aus dem hässlichen Entlein ein wunderschöner Schwan hätte werden können. Seine Vergangenheit warf ihm all seinen Schatten nach. Es geschieht etwas in seinem Umfeld. Seine verknüpften neuronalen Strukturen reagieren. Er fühlt sich klein und nun verhält er sich getreu seinem gelernten Glaubenssatz, ich bin es nicht wert. Der Chef, der merkt das natürlich unterbewusst und denkt, Mann, Gott sei Dank, der ist billig und der ist gut. Übrigens, und das kann ich dir schon mal sagen, deine Zukunft kann dir das Licht vorauswerfen. Achim versteckte in seinem seelischen Keller, in seinem Unterbewusstsein, gemäß der Gesetzen der Prägung und Konditionierung viele begrabene Leichen. Wo waren seine tiefen Herzenswünsche? Wo waren seine eigenen Wahrheiten, seine tiefen eigenen Überzeugungen? Wo war sein natürlicher Glaube an seine glückliche Zukunft? Das bedeutet anatomisch, seine tollen, frischen, jungen Gehirnzellen wurden falsch verkabelt. Sein Schädelinhalt gleicht aktuell einem Tümpel mit viel Müll und fehlender Klarheit. Und in diesen Tümpel wurde von der Umgebung viel Abfall eingetrichtert. Was würdest du machen, falls man für deinen Computer zu Hause ein falsches Programm verkaufen würde? Würdest du dich nicht beschweren und aufregen? Und wie reagierst du auf dein fehlerhaft programmiertes Hirnprogramm? Du lässt es und leidest. Ja, wie bescheuert ist das denn?
Auch die Gehirnzellen, die Synapsen und die neuronalen Bahnen seiner Eltern waren, zum Beispiel bezüglich Ernährung, zwischen 58 und 68 mit falschen Programmen gefüttert worden. Ein gutes Stück Butter, immer den Teller leer essen, iss das bitte auf, nichts verkommen lassen, Süßes als Nervennahrung. Weißt du, wie schrecklich der Hunger war, also iss jetzt mal auf. Die Eltern der Eltern hatten ja den Krieg erlebt. Das heißt, im Wohlstandsdeutschland wurden die Eltern von den Großeltern schon mit alten Programmen aus den Kriegszeiten vollgestopft. Das heißt, sogar Ernährungsgewohnheiten werden manipuliert. Achim, als gefühlsgetriebenes Wesen bemerkte damals das Glück der Eltern, wenn sie sich vollstopfen konnten. Das heißt letztendlich, sein Verhalten, seine Anpassung an die Gesellschaft ist nicht angeboren. Anpassung wurde ihm anerzogen. Anpassung ist ein Programm, was du ändern kannst. Genau wie sich Sorgen machen. Das ist auch ein Programm. Glaubst du, dass die reichsten Menschen dieser Welt sich keine Sorgen machen? War es nicht so, dass aus dem jammernden Verlierertyp Achim ein glücklicher Gewinnertyp werden sollte? Damit sage ich aber nicht, dass im Fluss des mobilen globalen Lebens keine Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im Sinne von Veränderungen, von Neuerungen gefordert sind. Aber in diesem Zusammenhang sind Sätze wie »Ich bin so, wie ich bin und schon immer war, das Leben ist hart. Es war schon immer so und so haben wir es doch immer auch schon so gemacht. Arbeit macht doch keinen Spaß, aber erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Das sind das reinste Killersätze. Achim benimmt sich nach einem erlernten Muster, nicht nach seinem Potenzial. Und das Erstaunliche ist, diesem Muster ist der jetzige Augenblick mit allen wunderschönen Möglichkeiten des Glücks egal. Schaut euch mal den Himmel an. Wahnsinn. Und jetzt der Bodensee. Herrlich. Wir haben den 2. Mai und es ist ein wunderbares Wetter, die Vögel zwitschern und der jetzige Augenblick hat alles, was ich brauche. Traumhaft. Doch, wenn du in einem Muster bist, das nennt man dann noch Ego, ist dieser jetzige Augenblick und die Ewigkeit besteht aus dem jetzigen Augenblick, der ist verloren. Ja, Kindheitserinnerungen gepaart mit negativen Glaubenssätzen, Prägungen und Konditionierungen blockieren unsere natürlichen Gefühle wie Liebe, wie Friede, wie Freude. Um es jetzt mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Negative Glaubenssätze, Prägungen und Konditionierungen nennen wir jetzt einfach mal Ego. Da müssen wir es nicht immer so kompliziert erklären. Wir nennen es einfach mal Ego. Und dazu eine ganz wichtige Information. Die Intensität der damaligen und darauf beruhenden heutigen Gefühle deiner Erfahrungen, Prägungen und Konditionierungen, die Intensität, die gefühlsmäßige emotionale Intensität entscheidet über die heutige aktuelle Bedeutung deiner Erfahrung. Ja, wie konnte es dazu kommen, dass Achim in seiner fantasierten Wertlosigkeit, das ist einfach Fantasie, warum er da feststeckt? Achims Gehirn verarbeitet seine Welt immer wieder in der gleichen Weise, die geprägt und konditioniert wurde. Er wird es ändern können, wenn ihm die Vergangenheit und die Leichen in seinem Keller bewusst werden. Aber jetzt kommt das Problem. Die Leichen hat er im Keller in seinem Unterbewusstsein begraben, weil er ja die Leichen aus dem Wege räumen wollte.
Jetzt muss er also die Leichen wieder rausholen, die er da runtergebracht hat. Und das ist das eigentliche Problem. Denn du hattest ja, oder er, der Achim, hatte ja eine Motivation, die Leichen in den Keller zu bringen. Und diese Motivation zu ändern, das bedeutet, deinen Weg zu ändern, ins Glück. Wir sehen unsere Welt durch eine Brille. Einstein sagt, wir leben in der Relativität. Die Welt hängt vom Beobachter ab. Wir sehen nur das, was wir sehen wollen.